Die Immobilienbranche läuft im Moment sehr, sehr gut. Es ist viel Geld im Markt, die Zinsen sind niedrig und solange das der Fall ist, wird es sicher auch so weit laufen. Aber natürlich denken viele auch an das Jahr 2008 zurück. Es gibt einige Risiken. Wie geht es weiter in Nordkorea? Was passiert mit der protektionistischen Politik in den USA? Wie geht es in Spanien weiter? Sehr aktuelles Thema. All dies, der Brexit, kann die Immobilienbranche natürlich sehr schnell beeinträchtigen. Deswegen haben wir im Rahmen auch des Rahmenprogramms viel Raum geschaffen, sich dafür auszutauschen, haben auch prominente Redner eingeladen, unter anderem Professor Stiglitz, den Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften aus den USA, Professor Fuß, den Chef des IFO-Instituts, die über diese Fragen diskutieren werden und damit auch Raum geben werden, sich darüber auszutauschen.